Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Eine Woche, die nach wie vor nicht so ganz einfach war und sich auch nicht alles so ausblenden lässt und die mich auch nach wie vor, ja, so ein bisschen beschäftigt zurückgelassen hat. Mit viel Bauchschmerzen, mit einem Wochenende ganz ohne Smartphone und möglichst irgendwie keinen Nachrichten. Wir sind hier an einem Wohlfühlort und auch für mich ist YouTube ein Ort, wo ich vermehrt an dem Wochenende auch unterwegs war, einfach um so ein bisschen Normalität zu haben, um nicht immer die Gedanken kreisen zu lassen. Und das möchte ich euch natürlich auch geben und auch mir, wenn ich über Bücher spreche, möchte ich da ja keine negativen Gedanken haben. Aber ich habe diese Woche schon gemerkt, dass ich mich sehr geflüchtet habe in Bücher, dass ich zum Beispiel auch keine Serie schauen konnte. Ich konnte nicht mit The Walking Dead weitermachen, weil mir das an Brutalität einfach zu nah an der Realität war. Und jetzt, nein, wir haben natürlich keine Zombie-Apokalypse. Aber ich glaube, für die Menschen in der Ukraine ist es wahrscheinlich, ja, es ist nicht vergleichbar, aber ja, jetzt kann ich eigentlich mich nur hier um Kopf und Kragen reden, aber ja, es war nicht so einfach, es ist nicht so einfach. Es gibt viele Momente, wo man so sprachlos und so hilflos sich auch vorkommt. Und dazu kommen dann auch noch die hohen Zahlen, die bei uns gerade auch noch, wir sind noch in einer Pandemie. Ich glaube, das läuft gerade so irgendwie nebenbei und in dem Hintergrund. Auf der einen Seite irgendwie verständlich, auf der anderen Seite darf man es auch irgendwie nicht vergessen. Und das sind so Themen, die mich umtreiben, die mich sehr unruhig werden lassen und die mich aber sehr gut in Bücher flüchten lässt. Also das muss ich wirklich sagen. Für mich sind Bücher immer wieder eine Flucht. Ich kann da wirklich abtauchen, eintauchen und dann für 2, 3 Stunden alles um mich herum auch vergessen. Und ich habe das auch diese Woche gemerkt. Es ist sehr Thriller-lastig. 2 von 4 Büchern sind Thriller. Dann habe ich was mit Fantasy und dann was, wo es mich in die Natur gezogen hat. Also ich merke schon, dass wenn ich da auf mich höre, auf mein Bauchgefühl, auch auf den Kopf in dem Moment. Ich merke schon, was ich brauche. Ich war auch einen Abend im Kino. Ich habe mir The Batman angeguckt. Ich habe mit Harry Potter weitergemacht. Ich war im Auenland. Ich habe Herr der Ringe geguckt. Also ich merke schon, was ich brauche, was mir gut tut und was mich dann noch abschalten lässt. Und ja, also man ist da, glaube ich, auch nicht alleine. Und das ist auch was, was man natürlich im familiären Umkreis mitbekommt, im Freundeskreis, Bekannten, Kollegen. Aber dann eben natürlich auch hier, wie es eben Leute, die eben auch vor der Kamera stehen, so mitnimmt. Und man kann nicht einfach so tun, als wäre alles in Ordnung. Aber ja, ein bisschen Ablenkung soll es eben auch einfach sein. Und ja, ich hoffe, dass mir das ein bisschen mit der Bücherwoche gelingt. Ja, es gibt 4 Bücher, die ich gelesen habe, beziehungsweise eins davon wurde auch gehört. Ich kann etwas zu The Batman erzählen und ja, pack das auf jeden Fall auch mal unten wieder in die Infobox, die verschiedenen Zeitstempel, die Bücher und auch wenn dann das sonstige Geplauder eben zu The Batman beginnt. Und ja, ich denke, wir starten jetzt einfach mit den Büchern. Das Hörbuch der Woche war Das geheime Leben der Bäume von Peter Wohlleben. Das habe ich in dieser Woche mir angehört. Dann der erste Thriller ist Im Visier des Mörders von Sharon Bolton. Ja, es hat mich irgendwie zu Thrillern gezogen, da kommen wir später nochmal dazu. Dann ein wenig Fantasy mit Elsas Suche von Chen Kalunita. Das ist der Auftakt ja, einer ja, Disney-Reihe. Und dann kommen wir zum zweiten Thriller, und zwar ist das Trigger, Das Böse kehrt zurück von Wulf Dorn, den ich mir am Samstag schon in der Thalia besorgt habe, der da schon erhältlich war und den ich dann auch am Wochenende weggesuchtet habe. Also wie man sieht, Spannung kann reinziehen, zieht mich in die Geschichte und dementsprechend ja, war ich da ganz happy, dass ich mich da mit den Thrillern so ein bisschen ablenken konnte. Wir beginnen aber mit dem Sachbuch und zwar Das geheime Leben der Bäume von Po Peter Wohlleben. Sprache ist heute nicht so mein scheinbar. Mich hatte das Buch einfach so angesprochen, weil ich sehr gerne in der Natur bin, sehr gerne im Gebirge, im Wald und so weiter unterwegs bin. Es gab das Hörbuch bei einem 2 zu 1 bei Audible und da habe ich das auch einfach genutzt. Es wird vom Autor zu Teilen selbst gelesen, aber der Hauptsprecher ist Roman Roth und ich muss auch sagen, ich kann da gar nichts bemeckern. Es war alles in Ordnung. Ich fand das sehr gut vorgetragen. In der Vergangenheit war der Autor Peter Wohlleben
dem Förster ist das auch immer noch, hat aber so einige neue Erkenntnisse bekommen, als er sich Bäume und das Zusammenspiel in der Natur näher angesehen hat und auch viele seiner Dinge, die er als Förster gelernt hat und durchgeführt hat, dann auch überdacht hat. Er informiert uns jetzt in diesem Buch, wie Bäume ticken, wie sie sich gegenseitig umsorgen, dass sie sich um ihre Nachbarn und um ihren Nachwuchs kümmern und dass sie zum Beispiel auch einen Sonnenbrand bekommen können. Das kennt man vielleicht sogar von seinen Zimmerpflanzen. Manche Pflanzen neigen ja durchaus dazu, dass man sie nicht direkt in die Sonnenbestrahlung stellen sollte. Kombiniert mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen schafft er hier eben auch neues Wissen, anderes Wissen und hat mir sehr spannende Einblicke auch gegeben in die Natur, in den Wald. Ich fand das Sachbuch sehr interessant. Ich fand auch die Informationen über Bäume, über den Lebensraum, über Wälder. Ich fand das super spannend. Ich kann schon sagen, es war mir an mancher Stelle zu esoterisch und es war mir auch zu viel Verniedlichung. Ich bin da schon ein bisschen kritisch, was das bei Tieren angeht, wenn man eben Tiere verniedlicht, vermenschlicht, um zu zeigen, dass sie eben wie wir Menschen sind. Das ist mir sowieso klar und dass Menschen und Tiere gleichermaßen Gefühle und Ähnlichem haben, Erinnerungen an ähnlichen Dingen, Spaß haben und so weiter, das muss man mir nicht durch die Menschenbrille zeigen. Das fand ich hier auch ein bisschen merkwürdig. Mir gefiel der Sprecher bzw. die beiden Sprecher. Ich fand auch, dass der Sprachstil für das Sachbuch, es war sehr leicht, es war verständlich, es war nicht zu wissenschaftlich, es war wirklich gut rübergebracht. Es wird viel erklärt und man braucht auch überhaupt kein Vorwissen, was irgendwie dieses Thema angeht. Es ist auch einfach nicht so wissenschaftlich. Es ist gut für Anfänger. Also ich habe das gut nachvollziehen können. Es war für mich verständlich erklärt und ich fand das tatsächlich gut. Der Autor arbeitet sehr mit Metaphern bezüglich der Bäume, eben in Bezug auch auf die Menschen. Das finde ich persönlich ein bisschen schwierig, weil ich doch der Meinung bin, dass ein Organismus in der Pflanzen-Baumwelt anders funktioniert, als es bei Menschen der Fall ist. Und auch was so Bezüge angeht zu Nachkommen, zu den Nachbarn und dass man das nicht immer so gleichsetzen kann zu uns Menschen. Er hat das mit ganz interessanten Beispielen gebracht, also wie eben man sich untereinander versorgt, wie man als Baum dann eben auch mal zur Seite weicht, damit andere Licht kriegen, Wasser kriegen und so weiter. Aber ob das jetzt wirklich so in einem Bewusstsein stattfindet, wie das bei uns Menschen oder auch Tieren der Fall wäre, das fand ich ein bisschen schwierig rübergebracht. Also dass zudem es eben auch nicht irgendwie belegt ist, dass das eben so funktioniert und dass die Bäume da irgendwie ein Bewusstsein haben, was sie uns rüberbringen wollen. Zudem fand ich es halt tatsächlich schwierig, dieses nicht nachvollziehbare, dass das so im Fokus stand. Also ich möchte gar nicht abstreiten, dass Pflanzen Schmerzen empfinden ich fand das ein bisschen schwierig. Zudem wurde mir auch die rohe Natur, und so befinden wir uns ja in einem Wald, mir wurde das einfach zu verniedlicht. Also wenn es um Familien ging, um die Nachbarn, und ich fand das einfach so ein bisschen weit hergeholt. Also ich weiß schon, warum Peter Wohlleben uns das so vermitteln möchte, warum er im Grunde auch diesen Pflanzen, Bäumen ein Gesicht geben wollte, aber das hat bei mir irgendwie nicht so funktioniert, weil mir da einfach auch so ein bisschen die wissenschaftliche Grundlage gefehlt hat. Ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass so eine Waldgemeinschaft für sich sorgt und dass es Sachen gibt, was passiert mit dem Laub, warum fällt das herunter, was passiert mit Eicheln, was machen Eichhörnchen im Wald und so weiter. Das ist mir schon alles bewusst, aber das so in engster Verniedlichung, fand ich das persönlich tatsächlich ein bisschen schwierig. Aber ich fand es für den Einstieg in so ein Thema sehr spannend und ich glaube schon, dass man nach der Lektüre mit anderen Augen durch einen Wald geht oder auch wenn ich mir meine Bäume im Garten anschaue, dass ich da mir schon etwas mitnehmen kann und die Natur einfach noch ein bisschen mehr wertschätze und genießen kann und eben auch so ein bisschen durch die Augen jetzt von einem Baum einfach mir was anschaue und betrachte. Es war gut, es war auch von der Hörzeit nicht sehr lange, hat auf jeden Fall auch ein bisschen was an Input mitgegeben, war jetzt aber nichts, wo ich denke, das war komplett etwas Neues, was mir da jetzt wirklich etwas super Spannendes sozusagen rübergebracht hätte.
Dann war mir ein wenig nach Thrill und ich habe von Sharon Bolton im Visier des Mörders gelesen. Das ist mein zweiter Thriller, den ich von der Autorin lese. Ich habe von ihr schon Er liebt sie nicht gelesen, was ich auch sehr gut fand und auch ein sehr geniales Ende in Erinnerung hatte. Und so war ich natürlich auch sehr gespannt auf diesen Thriller. Wir haben hier eine Gruppe von 12 Menschen, die eine Heißluftballonfahrt unternehmen. Es ist ein schöner Tag. Und es ist auch perfekt für diesen Ausflug. Unter den Passagieren haben wir die Schwestern Jessica und Isabel. Die Isabel lebt schon seit 20 Jahren im Kloster und hat jetzt eben zum 40. Geburtstag von ihrer Schwester diese Ballonfahrt als Geschenk bekommen. Doch ja, nicht nur die schöne Aussicht wird genossen, es wird in einem alten Haus, wo nur noch Ruinen übrig sind, ja, ein Mord beobachtet von dem Heißluftballon. Und ja, auch der Mörder wirft gerade einen Blick nach oben und sieht, dass er beobachtet wird, dass er auch erkennbar ist und erschießt den Ballonkapitän. Und ja, deswegen stürzt dann auch der Ballon ab. Es gibt keine Überlebenden, nur noch eine der Schwestern bleibt übrig. Und diese ist jetzt nun auf der Flucht, denn sie hat eben das Gesicht des Mörders gesehen und ja, muss sich jetzt vor ihm verstecken. Es klingt nach einer Geschichte, die schon sehr abstrus klingt und ich muss auch ehrlich gestehen, gerade das mit dem Absturz und dass dann nur einer übrig bleibt, das ist natürlich schon so ein bisschen, wo ich auch dachte, ja, wie auch sonst. Aber so ist das bei Thrillern eben sehr häufig, dass Dinge geschehen, wo man sich einfach fragt, warum rufst du nicht die Polizei an? Warum ist nur einer übrig geblieben? Warum begibst du dich nicht in Sicherheit, sondern eher auf die Flucht? Aber es wäre natürlich kein spannender Thriller, wenn sich hier die Überlebende einfach an die Polizei gewendet hätte. Sind wir mal ganz ehrlich, dann wäre die Geschichte irgendwie zu Ende und ja, wir hätten nichts zu lesen gehabt. Ich mochte die Krimi-Elemente, die hier enthalten waren, sehr gerne und ich fand auch das Ende sehr überraschend und gelungen. Sprachlich kann Sharon Bolton definitiv Bücher schreiben. Ich fand ihn wirklich sprachlich sehr gelungen. Ich fand es sehr locker, sehr angenehm, auch so ein bisschen reißerisch mit einer Spannung, die einen wirklich hineinzieht. Die Spannungsbögen sind hier wahnsinnig gut gesetzt und hätte für meinen Geschmack sogar manchmal ein bisschen länger sein dürfen. Also es gibt von diesen vielen Spannungsbögen doch so den einen oder anderen, der sehr schnell aufgelöst wird und dann geht schon so ein bisschen das nächste weiter. Es hätte für meinen Geschmack so eine Spur länger gehalten werden können und die Auflösung hätte gar nicht so früh an diesen Stellen passieren müssen. Das hätte ich persönlich so von meinem Geschmack ein bisschen lieber gelesen. Die Beschreibungen, die Sharon Bolton hier macht, sind sehr ausführlich. Ich persönlich hätte das auch gar nicht immer so gebraucht, weil die Geschichte ja in unserer Welt spielt. Also man kann sich vorstellen, wie ein Wald aussieht, wie ein Heißluftballon aussieht, welche Umgebungen man sieht. Ich hätte das nicht immer so ausführlich gebraucht. Aber es hat natürlich schon dazu beigetragen, dass sich Atmosphäre aufbaut, dass man so mit Spannung dabei ist, dass man auch die Charaktere greifen kann und besonders dann natürlich auch diese Flucht einfach nur so ein bisschen einen Roadtrip-Charakter bekommt. Es gibt einige Wendungen, die ich wahnsinnig überraschend fand, mit denen ich nicht gerechnet hätte, die mich aber manchmal auch so ein bisschen irritiert haben. Es gab auch so Themen, die angesprochen wurden, wie zum Beispiel Organhandel. Das ist nur eins der Themen, die nicht so meins sind, die ich auch nicht so gerne irgendwie in Thrillern habe, die ich auch nicht erahnt habe, dass das irgendwie ein Thema werden könnte. Das aber zwischendrin eben mal so aufgeworfen wurde, wo ich dachte, wo kommt das jetzt irgendwie her und wo geht das hin? Aber das Buch war definitiv ein Page-Turner. Es zieht einen richtig mit rein. Man vergisst alles drum um sich herum und man liest wirklich sehr intensiv hier mit. Und ich fand auch das Ende, die Auflösung wirklich großartig, sehr überraschend und ich fand das richtig gut. Es gab zwischendrin so ein paar Rückblenden in die Vergangenheit. Mich persönlich hat das so ein bisschen rausgerissen aus dieser Page-Turner Manie aus diesem Leseflow. Ich habe mich aber dann immer wieder relativ schnell reinziehen können. Der Kniff macht natürlich irgendwie Sinn und das wird dann eben am Ende auch ganz gut deutlich. Aber ob ich das so gebraucht hätte, ja. Ich fand es einen guten
einen sehr starken Thriller, der mich wirklich 2 Tage so im Atem gehalten hat, den ich sehr gerne gelesen habe, in den ich mich gut verlieren konnte und der wirklich auch mit Spannung und spannenden Wendungen und innovativen Wendungen und eben auch so Plot-Twists, die man nicht hat kommen sehen, wirklich gut unterhalten hat. Also ein Thriller, den ich sehr empfehlen kann, der mir sehr viel Spaß gemacht hat und ich glaube, ich werde einfach mal bei der Autorin mich weiter umsehen, was es da ein bisschen an Thrillern gibt, weil ja, das waren jetzt 2 Thriller von ihr, die mich sehr gut unterhalten haben. Ich glaube, sie ist tatsächlich auch in Amerika eine sehr erfolgreiche Thriller-Autorin, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Und es gibt auch einige Bücher von ihr. Ich glaube, es gibt auch irgendwie, genau, es gibt so eine Reihe. Es gibt aber auch Standalone, wo jetzt eben auch Er liebt sie nicht und auch dieses Buch dazu gehört haben. Also Empfehlung, wer einen spannenden Thriller einfach mal eine Chance geben möchte und ja, der eben auch da so ein bisschen Lust drauf hat. Dann durfte es ein bisschen besinnlicher und Disney-märchenhafter werden und ich habe zu Elsas Suche gegriffen von Jen Kalunita. Ein Buch, das jetzt auch, glaube ich, schon noch nicht ganz ein Jahr bei mir eingezogen ist. Die Reihe ist, glaube ich, letztes Jahr herausgekommen. Es gab ja diese Bösewichte, die Williams-Reihe, wo es ja so darum ging, sich die Bösewichte im Hintergrund anzusehen. Und hier haben wir eben so veränderte Geschichten. Also das läuft auch unter den Twisted Tales. Wir haben hier also verschiedene Disney-Filme, die man eben auch kennt und da, wo irgendetwas verändert wurde. Und ich bin ein großer, großer Fan der Eisköniginnen-Reihe. Ich liebe beide Filme sehr, sehr gerne. Es gibt auch noch andere Geschichten von Schneewittchen und Mulan und auch Die Schöne und das Biest. Die klingt im Übrigen auch richtig, richtig gut. Und wir sind hier bei Elsa Suche eben in der Eisköniginnen-Geschichte. Wir sind in Arendelle und lernen eben Elsa kennen und auch ihre Eltern. Und Elsa wird als Thronfolgerin vorgestellt, sie in die Gesellschaft eingeführt und sie lernt eben aktuell sehr viel über ihr Land, die Wirtschaftsverwicklungen und eben wie man auch ein Land zu führen hat. Als ihre Eltern dann bei einem Unfall ums Leben kommen, ja, tauchen auf einmal innerhalb ihrer Trauer Erinnerungen auf, oder sie kommen in ihr so ein bisschen hoch, die sie vorher nicht hatte. Und ihr erscheint eben ein Mädchen, das Elsa sehr vertraut vorkommt und auch bekannt vorkommt, aber sie eben nicht weiß, wer ist dieses Mädchen. Und sie macht sich dann auf die Suche nach diesem Mädchen. Und ja, jetzt ist eben die Frage, ob sie den Fluch dieser Erinnerungen, die ihr irgendwie fehlen, die aber trotzdem da sind, lösen kann. Und ob sie das Mädchen, das sie ja scheinbar seit Jahren kennt und ihr auch irgendwie fehlt, ob sie sie finden kann. Und bei dem Mädchen handelt es sich, wie er sich unschwer erkennen lässt, natürlich um Anna, die ja in den Disney-Filmen ihre Schwester ist. Und das ist jetzt der Twist in dieser Geschichte. Was wäre eben, wenn Anna und Elsa nicht als Geschwister aufgewachsen wären? Was hätte sich vielleicht verändert? Ich bin ein großer, großer Fan der beiden Filme. Ich mag die Charaktere, ich mag die Zeichnungen, ich mag die Musik, ich mag die Atmosphäre. Ich fand es richtig, richtig toll, weswegen auch Elsas Suche bei mir so der Kandidat war, dass dieses Buch aus dieser Reihe bei mir einzieht. Es ist schon so, dass das Buch auch schon mit Spannung ein bisschen eine andere Geschichte erzählt. Mein Disney-Fanherz konnte aber nicht so richtig aufblühen und extremst begeistert werden. Ich fand es eine gute Geschichte, die sprachlich sehr leicht ist, sehr flüssig ist, die sich auch sehr an den Filmen orientiert. Es ist dann auch so, dass Szenen, die man aus dem Film kennt, eben ausgesetzt werden, gar nicht weiter detailliert erklärt und erzählt werden, weil man eben schon so dachte, ja, es ist eben 1:1 im Buch wie eben im Film und die Leute, die das lesen, werden die Szene schon kennen. Finde ich ein bisschen schwierig, weil vielleicht ist tatsächlich nicht jeder Filmkenner oder hat den Film auch nur einmal gesehen und greift trotzdem zu diesem Buch. Auch war mein Gefühl so ein bisschen, dass das eher für jüngere Kinder gedacht war, denn ich persönlich hätte mir einfach viel mehr Szenenausmalung gewünscht und nicht dieses Wegblenden, Abblenden und Auslassen von Szenen. Ich hätte mir das einfach viel, viel mehr gewünscht. Mir persönlich ist diese Geschichte auch viel, viel zu nah an der eigentlichen Disney-Geschichte. Ich finde, man hätte viel mehr Twists einbauen können und auch müssen. Wir treffen viele Charaktere, die genauso sind, wie sie eben im Buch bekannt, im Film bekannt waren. Und da fehlt mir dann so ein bisschen die Innovativität. Innovativität, macht das Sinn? Also so ein bisschen diese Wendung, dass eben Charaktere anders sind, dass eine Geschichte anders funktioniert,
Das hat mir sehr, sehr gefehlt. Ich fand schon, dass sehr vieles sehr nah dran war, was dann gar nicht mehr überraschend war, wo man ja wusste, wie es reagiert. Und ich hätte mir viel mehr Wendungen einfach erwartet, wenn die Buchreihe schon genauso heißt. Man taucht hier sehr intensiv in die Geschichte, in die Gefühle und in die Gedankenwelt von Elsa ab. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war wirklich sehr gelungen, während man ja in den Filmen so alle Charaktere ein bisschen gleich ähnlich Zeit gegeben hat, um sie kennenzulernen und Elsa jedoch immer so ein bisschen, vielleicht man eigentlich nur die Nachher-Elsa sozusagen erlebte und gar nicht die Vorher-Elsa. Das hat man hier ein bisschen mehr bekommen, das fand ich auch gut. Mir haben einfach auch so Aha-Momente gefehlt. Also ich hätte mir einfach viel mehr andere Wendungen gewünscht, anderes Verhalten von bekannten Charaktere, vielleicht auch noch neue Charaktere, die irgendwie einen Twist dazu bringen. Ich fand's okay, ich fand's schön, ich konnte da auch zwei Abende wunderbar drin abtauchen, aber dass ich jetzt sage, dass mich das komplett vom Hocker gerissen hat, das nicht. Also ich werde wahrscheinlich auch nicht zu den anderen Büchern greifen, weil ich einfach da auch vermute, dass die Veränderungen nicht so groß sind, als dass sie mir eine neue Geschichte präsentieren. Ja, es war schön, aber jetzt nichts, wo ich sagen muss, das muss man unbedingt gelesen haben. Natürlich für alle Disney- und Eiskönigin-Fan ist das eine schöne Geschichte, aber leider tatsächlich mehr auch nicht. Und das letzte Buch der Woche ist dann auch eher ein Thriller, der gar nicht so geplant war, dass er schon letzte Woche bei mir einzieht. Es ist Trigger, das Böse kehrt zurück von Wulf Dorn. Am Freitag gab es bei der lieben Anka einen Livestream mit Wulf Dorn, ein richtig cooles Interview. Und ich habe echt gedacht, was für ein sympathischer Kerl ist bitte Wulf Dorn. Und ich packe euch den Insta-Kanal von Anka auch mal in die Infobox. Sie hat das auch abgespeichert, man kann sich den also auch noch anschauen, wenn euch das interessiert. Und wir haben ja zusammen im Januar Trigger 1 sozusagen gelesen, was ja jetzt schon über 10 Jahre, ich glaube 13 Jahre her ist, dass der erschienen ist. Und Anka hat mich ja dann angefixt, schon letztes Jahr mit Wulf Dorn, dann mit Trigger. Und mir hat Trigger 1 ja sehr gut gefallen, habe ich ja damals, also vor 2 Monaten als Hörbuch gehört. Und war super neugierig nach dem Livestream und ja, ich habe mich total anfixen lassen. Habe ich dann bei Thalia geguckt, ob das Buch, wann das denn erscheint und es hieß, kann am nächsten Tag abgeholt werden. Und so bin ich am Samstag in meine Thalia und habe das Buch abgeholt, obwohl es glaube ich erst Montag oder Dienstag regulär erschienen wäre. Wie auch immer das funktioniert hat, ich habe mich gefreut, denn ich habe mich am Samstag und Sonntag sehr von Social Media und Ähnlichem entfernt und wirklich viel draußen gewesen und dann eben auch im Thriller gelesen. Das Buch selbst spielt 10 Jahre nach dem ersten Teil und ja, ich finde definitiv, dass man Trigger kennen sollte, dass man den ersten Band gelesen oder gehört haben sollte. Es war im Livestream auch noch die Rede von Euphoria oder Phobia, ach, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, was man auch kennen können sollte. Ich kannte das aber nicht und fand es nicht schlimm. Also ich glaube, dass mir nichts entgangen ist. Es steht jetzt leider gar nicht drin, wie die weiteren Bücher irgendwie waren. Aber man sollte den ersten Teil Trigger auf jeden Fall kennen, weil die Geschichte hier mit Charakteren weiterspielt, die man eben daraus kennt. Ja, 10 Jahre nach dem ersten Teil treffen wir eben wieder auf Mark Behrendt, den wir aus Trigger 1 eben bereits kennen. Er ist Ex-Psychiater und nach dem Tod seiner Lebensgefährtin war er sehr verzweifelt und auch dem Alkohol zugewendet, hatte da so einige Probleme und trifft dann auf seine beste Freundin Doreen, die ihm da wirklich sehr rausgeholfen hat, weitergeholfen hat, immer unterstützt hat und ohne sie wäre er wohl auch nicht mehr am Leben. Mittlerweile arbeitet er auch nicht mehr, ihm ist auch sein Doktortitel, soweit ich das verstanden habe, auch abhanden gekommen, also aberkannt worden. Doch ja, eines Tages, Mark ist gerade bei seiner besten Freundin Doreen, wird diese entführt und Mark wird ein Ultimatum gestellt, er muss jemanden umbringen, um Doreen zu retten oder Doreen stirbt. Die Zeit tickt nun also und Mark muss sich nun seiner Vergangenheit stellen und das nicht als einziges, er muss auch noch sich anderen Ängsten sozusagen entgegenstellen und ja, in die Vergangenheit reisen. Ich kann natürlich nicht ganz so viel hier zum zweiten Teil erzählen, weil es natürlich schon gewisse Spoiler dann auch gäbe zum ersten Teil, gerade was vielleicht andere Charaktere irgendwie betreffen würde. Ich muss wirklich sagen, es war eine spannende Fortsetzung, die mich sehr in den Bann gezogen hat, die ich jetzt wirklich auch am Wochenende dann weggesuchtet habe. Das ist ein Thriller mit knapp 500 Seiten, der
der auf keiner Seite irgendwie langweilig war. Es ist ein recht langer Thriller, das merkt man im Buch schon an, dass man hier nicht irgendwie nur 350 Seiten hat, sondern wirklich tief in die Charaktere einsteigt, in die Atmosphäre, in die Spannung, in die Abgründe und wirklich sehr, sehr, sehr hier mit dabei sind, wie Wulf Dorn seine Charaktere ausgearbeitet hat, dass er Wendungen geschaffen hat, mehr als nur eine, dass er verschiedene Plottwists immer wieder hatte, die aber auch ein großes Ganzes ergeben haben. Und das fand ich wirklich mega spannend gemacht. Sprachlich ist Wulf Dorn ein Autor, der sehr intensiv schreibt. Das ist auch so ein Wort, was mir sehr häufig so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, dass er einen wirklich intensiv hineinzieht. Sehr spannend. Es gibt verschiedene Blickwinkel, die uns immer unterschiedliche Sachen zeigen, die eben auch unterschiedliche Charaktere uns vorstellen. Manche kennt man, manche noch nicht. Und man ist immer sehr, sehr nah an der Story und auch an den Charakteren, die wir eben begleiten. Es ist eine sehr bildhafte Sprache, wo ich eben auch so denke, brauche ich das wirklich bei einem Thriller? Aber ja, es schafft natürlich auch irgendwo die Atmosphäre und es passt zu diesem, ja, Wortspielen oder diese Wortarten, wie eben auch Wulf Dorn eine Geschichte erzählt. Und er zieht einen wirklich auch mit diesen bildhaften Erzählungen, mit dem Geschehnissen wirklich sehr detailreich darzustellen, sehr in den Bann und er zieht einen sehr, sehr, sehr in die Geschichte hinein. Ich mochte unseren Protagonisten Mark wirklich sehr. Er war super sympathisch, das fand ich auch schon in Trigger 1. Und ich habe sehr mit ihm mitgelitten und ich auch sehr mit ihm mitgefiebert. Spannungsbögen bauen sich ein bisschen langsamer auf, aber auch hier sehr intensiv und wirklich ganz nah an einem. Ich kann das ganz schlecht so erklären, weil ich auf der einen Seite so dachte, jetzt erzähl doch mal weiter, komm mal zum nächsten und dann aber so direkt irgendwie im Anschluss dachte ich, ich bin schon mittendrin, ich bin schon dabei und ich bin mitten in der Geschichte und das fand ich wirklich, hat er wahnsinnig gut gemacht und man will einfach wissen, was passiert, wohin das führt, was die Lösung ist und wo das alles irgendwo seinen Ursprung vielleicht auch hat. Es gab auch in dem Thriller so zwei, drei Dinge, die ich etwas merkwürdig fand, beziehungsweise auch unglaubwürdig, aber das habe ich vorhin schon gesagt, das gehört irgendwie zu einem Thriller dazu, sonst wäre die Geschichte entweder schnell vorbei oder irgendwie, ja, vielleicht auch nicht mehr spannend. Was ich auch gut fand, ist, das Buch heißt Trigger. Das bedeutet natürlich, dass es auch darum in dieser Geschichte geht, was eben ein Trigger auslöst, was das zur Folge hat. Und das fand ich hier drin auch wahnsinnig gut rübergebracht, sehr nachvollziehbar und ja auch sehr bildhaft dargestellt, was das in den Menschen irgendwie auslöst. Und das Ende hat mich dann doch recht kalt erwischt. Die Auflösung ist grandios. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Also beide Thriller in dieser Woche wirklich, so unterschiedlich sie sind, sowohl im Stile wie bei den Spannungsbögen, wie in der Erzählart, so spannend, packend und mit großer Sogwirkung waren sie einfach. Also wirklich, man möchte weiterlesen, man bleibt dran kleben und ich fand beide Thriller unglaublich gut. Jeder so auf seine Art und Weise und finde es dann natürlich auch mega spannend. Man hat ja hier jetzt ein Genre, trotzdem gibt es natürlich Subgenres, das muss man natürlich auch ganz klar dazu sagen, dass das ja auch bei Thrillern durchaus der Fall ist und auch von den Stilen ganz anders und trotzdem haben mich beide Bücher wahnsinnig gut unterhalten, sehr begeistert und ich hatte einfach großen Spaß mit diesen Büchern. Trigger 2, wer Trigger 1 noch nicht kennt, es wird jetzt eine Neuauflage auch geben, im schöneren Gewand sozusagen, im neueren Gewand, greift da gerne zu. Das Hörbuch wird von Wulf Dorn sogar selbst gelesen, ist allerdings eine leicht gekürzte Version, also da vielleicht auch die Augen offen halten, wenn ihr Lust habt, euch das als Hörbuch anzuhören. Beide Bücher wirklich sehr empfehlenswert, haben mir beide sehr, sehr gut gefallen und ich kann da über so zwei, drei Dinge dann durchaus auch hinwegsehen. Und das waren sie jetzt, die vier Bücher der Woche und wir waren am Mittwoch noch in der Vorpremiere von The Batman. Ja, ich bin bekanntlich ja ein großer Batman-Fan, das ist so mein Superheld, den ich großartig finde. Ich fühle mich auch eher im DC-Universum zu Hause als zum Beispiel bei Marvel, wo ich mit vielen Filmen nicht so viel anfangen kann. Und ich war natürlich sehr, sehr gehypt, als The Batman angekündigt wurde in der Regie von Matt Reeves, den man auch von Planet der Affen
Affen zum Beispiel kennt, also von der neueren Version. Ein bisschen abgeschreckt hat mich dann Robert Pattinson als neuer Batman. Ja, für mich ist Christian Bale der perfekte Batman gewesen. Ich fand auch Ben Affleck einen sehr gelungenen Batman und auch alle, die so ein bisschen dabei waren. Über George Clooney und Val Kilmer sollte man vielleicht nicht so sprechen. Das war eher so, aber ja. Mein Favorite Batman ist Christian Bale, dass man so eine Vorstellung hat, in welche Richtung das bei mir geht. Und ich war da schon ein bisschen kritisch. Ich möchte aber gar nicht sagen, dass es bei Robert Pattinson daran lag, dass er in den Twilight-Filmen mitgespielt hat oder auch, ja, man kennt ihn ja auch aus Harry Potter. Er hat sehr gute Filme wie Remember Me, wie Der Leuchtturm. Ich fand ihn toll in The King und auch in Tenet. Und als Tenet vor knapp 1,5 Jahren ja rauskam, hat er ja auch so ein bisschen eine Rolle, die an einen Bruce Wayne erinnert. Und da habe ich schon im Kino gesagt, Mensch, wenn er so Bruce Wayne darstellt, dann könnte ich es mir tatsächlich vorstellen, dass er auch als der Batman funktioniert. Ja. Ja, die Geschichte in The Batman spielt im zweiten Jahr von Batman. Das heißt, Bruce Wayne hat sich eben gerade erst entschieden dazu, diesen Nachträuber sozusagen zu spielen, diesen Rächer der Nacht, so rum muss man sagen. Und es tut sich jetzt eben ein Killer auf, der an Halloween tötet. Und wir wissen recht schnell, dass das der Riddler ist, der wirklich zum Serienmörder par excellence irgendwie auftritt. Nicht, wie wir Jim Carrey vielleicht noch in Erinnerung haben, worüber man sich auch nochmal streiten könnte. Und er möchte jetzt diesen Fall zusammen mit Jim Gordon, den wir ja durchaus auf verschiedensten Batman-Ebenen kennen. Ich glaube, die Serie Gotham spielt ja komplett in seiner frühen Polizistenzeit. Da habe ich ja auch mal so eine Staffel grob geguckt. In dieser Phase seines Lebens ist Bruce Wayne eben noch nicht komplett in dieser Rolle drin. Er hat auch sich selbst noch nicht wiedergefunden. Er ist noch der trauernde junge Mann, auch wenn uns diese Geschichte mit seiner Familie gar nicht erzählt wird, was, glaube ich, so gefühlt auch einer der wenigen Batman-Geschichten ist, wo das gar keine Rolle spielt, weil ich glaube auch einfach Matt Reeves dachte, das wissen einfach alle. Alle wissen, wie die Eltern von Bruce Wayne umgekommen sind, dass er mit seinem Diener Alfred im Grunde jetzt im Anwesen lebt und so weiter. Und das hat man sich komplett ausgespart. Zu Alfred möchte ich sagen, der wird gespielt von Andy Serkis, der ja zum Beispiel auch Gollum gespielt hat. Für mich hat das nicht funktioniert. Also Andy Serkis war für mich kein guter Alfred. Da muss ich sagen, war Michael Caine, das ist so, ja. Aber ich möchte ihn gar nicht immer mit der Dark Knight-Reihe irgendwie vergleichen, weil The Batman etwas anderes ist und auch etwas ganz anderes sein möchte. Also es ist eine wahnsinnig spannende Interpretation von Batman, von der Art, wie Bruce Wayne auch mit diesem Charakter umgeht, wie diese beiden Rollen eigentlich ja eine sind, aber noch nicht zueinander gefunden haben, aber gleichzeitig sie trotzdem so auch nebeneinander stehen. Also es war super interessant filmisch gezeigt. Ich mochte die Spannung in diesem Film. Es war düster, es war dunkel, es war sehr brutal. Ich habe in einem Interview gelesen mit Matt Reeves, dass er sich sehr zum Beispiel am Zodiac Killer orientiert hat, was jetzt eben auch seinen Serienmörder The Riddler zu tun hat und gleichzeitig auch zum Beispiel an David Fincher 7, ich glaube so. Und das, finde ich, merkt man. Also wenn man das so ein bisschen im Gespür hat, wie düster, dunkel, brutal das wirklich war, was man für Gänsehautmomente in diesen beiden Filmen hatte, die hatte ich hier auch. Also es gab wirklich Momente, wo ich erschrocken bin und das bei einer FSK von 12, was mich total wundert, warum man da nicht einfach, ja, man hat gut abgeblendet. Sagen wir mal so, man hat sehr viel auch der Fantasie überlassen, was ja immer nicht so meins ist, weil meine Fantasie da durchaus durchdreht und ich auch noch 2 Nächte daran so ein bisschen gearbeitet habe. Ich war ein bisschen verwundert über FSK 12, aber Matt Reeves hat das trotzdem gut gemacht. Der Film geht fast 3 Stunden, ist, glaube ich, auch der längste Batman jetzt und ich fand aber keine Minute langweilig. Also man merkt schon, man muss sich konzentrieren, man muss dabei bleiben, man will aber auch in der Geschichte bleiben. Man möchte mitgehen, man möchte fiebern, man möchte ja Bruce Wayne kennenlernen und den neuen Batman. Und es gibt jetzt schon Gerüchte, dass es eine Trilogie geben wird, rund eben um den Batman von Robert Pattinson. Und ja, Robert Pattinson als Batman. Also, ich möchte hier unterscheiden. Für mich funktioniert Robert Pattinson als Bruce Wayne nicht. Ich fand diese nicht vorhandene Mimik
Ach, sehr schwierig. Ich fand auch, was man mit seinen Haaren gemacht hat und dass er immer so, also ja, er lebt jetzt nachts und geht nicht ins Tageslicht, er hat eine Brille auf, er ist total blass. Ja, mir hat das nicht so gefallen. Natürlich muss ich Bruce Wayne erst finden und man muss da schon dran denken, okay, er hat sich jetzt im Grunde erst vor einem Jahr irgendwie dazu entschlossen, ja, Gotham zu retten. Aber mir hat das nicht gefallen. Ich fand ihn als Batman tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich fand ihn nur irgendwie 10 cm zu klein und er hatte für mich auch einfach nicht die Statur, die dann zum Beispiel, wenn er Schritte gegangen ist, haben die sehr nachgehallt und haben sich sehr wuchtig angefühlt. Und die Statur hat für mich aber Robert Pattinson nicht. Und das hat für mich dann eben auch nicht so richtig funktioniert, dass ich schwere Schritte höre und dann aber so einen halbfertigen Batman vor mir stehen hatte. Aber auch hier, es ist ja der erste Film und ein Robert Pattinson muss sich natürlich auch steigern können. Das ist ja bei vielen so, dass die mit Muskelmasse zunehmen, umso mehr Teile. Es gibt auch, ein Christian Bale hat zum Beispiel die Möglichkeit ja bekommen, bei jedem Batman-Film etwas an Statur, an Muskulatur zu gewinnen. Deswegen möchte ich Robert Pattinson hier gar nicht so negativ, ja, im Grunde hinstellen, weil er muss einfach in diese Rolle hineinwachsen. Ein bisschen schwieriger fand ich es mit der Rolle von Selina Kyle, also Catwoman, die ja gespielt wurde von Zoe Kravitz. Und hier muss ich schon sagen, ja, natürlich haben wir hier eine Frau, die durchaus mal Männer K.O. schlägt und das gibt es auch im wahren Leben, keine Frage. Aber so wie sie das gemacht hat, so wie sie so klein und zierlich irgendwie dastand, natürlich, ich möchte mich hier gar nicht, aber ich fand das ein bisschen unglaubwürdig. Das muss ich ehrlich sagen. Also wie sie da auf Männer, die gefühlt doppelt so groß und schwer waren, wie sie eingedroschen hat und die dann niederliegen und ich dachte mir, naja, ich weiß nicht, fand ich ein bisschen schwierig. Wem ich gut fand, ich habe jetzt ja auch über Andy Serkis schon gesagt, dass ich ihn nicht so gut fand, wem ich wirklich gut fand, war Colin Farrell als Pinguin, da muss ich echt sagen, den habe ich nicht wiedererkannt. Das war wirklich Wahnsinn, was das für ein Spiel war. Und ich mochte auch Jeffrey Wright als Commissioner Gordon. Fand ich irgendwie okay. Ich kenne ihn aus Panem und aus noch irgendeinem Film. Ich fand aber die Dynamik zwischen ihm und Robert Pattinson, das hat mir sehr gut gefallen. Das mochte ich tatsächlich ganz gerne, so dieses Miteinander und dass die auch so auf einer Ebene irgendwie funktioniert haben. Das fand ich richtig gut. Zu The Riddler muss ich, glaube ich, gar nicht viel sagen. Das ist wirklich von dem Schauspieler, ja wohl, Namen vergessen. Da hat man natürlich gar nicht so viel gesehen oder Ähnlichem. Aber wenn der zum Einsatz kam, da waren schon so Gänsehautmomente. Also es war ein guter Film. Ich finde ihn auch ein guter Batman, der einfach etwas anderes probiert, Neues probiert, in eine andere Richtung geht, der eher so diese Detektivarbeit von Bruce Wayne und Batman eben nach vorne stellt. Mal sehen, wie das hier weitergeht. Er kam für mich von der Stimmung nicht an die Tim Burton Batman heran und auch nicht an Christopher Nolans Batman, also die Dark Knight Trilogie. Da war ich im Kino oder dann auch bei dem Film schon nochmal eine Spur begeisterter, mehr noch mit dabei. Aber ich mochte hier schon auch sehr dieses düstere, dunkle, brutale, rohe. Das fand ich hier tatsächlich gar nicht schlecht. Also vielleicht muss man ihn auch einfach noch mal ein zweites Mal anschauen und noch mal ein bisschen mehr auf sich wirken lassen, dass man dann merkt, was das wirklich für ein Meisterwerk vielleicht auch ist. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt, was uns da noch erwarten wird. Und dann habe ich ja Harry Potter 3 geguckt. Auch das hat mir am Wochenende wunderbare Zeit gegeben. Und wir waren im Mittelerde und im Herrn der Ringe-Universum. Zum Hobbit sind ja die Rewatches jetzt sozusagen beendet und die Videos auch gedreht. Das heißt, hier werdet ihr jetzt im März auch die 3 Rewatch-Videos von mir sehen zu meinen Gedanken und Meinungen. Freut euch besonders auf den dritten Teil. Da habe ich ganz schön gemeckert. Aber ja, schaut da dann einfach mal vorbei. Ja, und ich glaube, das war es jetzt auch zu der etwas merkwürdigen Woche. Mal sehen, wie es in den nächsten Wochen so ein bisschen weitergeht und was da so noch ein bisschen kommen wird. Das weiß man ja im Voraus auch immer nicht so richtig. Aber ja, gehen wir einfach positiv durch die nächste Zeit. Ich bin natürlich neugierig, welches Buch euch jetzt im März vielleicht den Start ein wenig ja, erleichtert hat, schöner gemacht hat, welches Buch auch vielleicht bei euch irgendwie ein Highlight war und ob ihr auch ein Batman-Fan seid und euch den Film vielleicht schon im Kino angeguckt habt. Dann lasst uns das gerne ein bisschen in den Kommentaren austauschen.
austauschen. Und ja, das war's jetzt von mir. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.